nämlich die weibliche Infertilität in traditionellen Kulturen gewähren. Mein Name ist Patricia Handschuh und ich freue mich, dass ich heute mitwirken darf. Zunächst einmal würde ich ganz gern eine gewisse Definitionsklärung anführen, weil hier die Begrifflichkeiten nicht ganz klar sind, beziehungsweise auch nicht ganz gleich Verwendung finden. Nämlich würde ich gern sprechen von der ICD-10-Definition, die auch von der WHO Anwendung findet. Wir haben auf der einen Seite die Sterilität, die eben definiert ist durch das Ausbleiben einer Schwangerschaft, die Sterilität der Frau unter dem ICD-10-Code N97. Im Gegensatz dazu steht der Begriff Infertilität, wobei es hier um eine Neigung zum habituellen Abort geht. Der ICD-10-Code hierfür ist N96 und da geht es eben darum, dass die Frau nicht in der Lage ist, den Fötus auszutragen, obwohl eine Schwangerschaft sehr wohl zustande kommen kann. Ursachen der Unfruchtbarkeit sind sehr vielfältig. Hier würde ich ganz gerne mal mit den biologischen Faktoren beginnen. Zum einen kann es zu einer Ovarialinsuffizienz kommen, primär oder sekundär. Primär ganz häufig eben das polyzystische Ovar-Syndrom beispielsweise, wo eben die Gonaden betroffen sind. Und sekundär kommt es sehr häufig zu einer zentralnervösen endokrinologischen Dysregulation auf Ebene des Hypothalamus bzw. der Hypophyse. Des Weiteren kann es natürlich zu anatomischen Besonderheiten kommen, wie zum Beispiel zu einer Tubenfunktionsstörung, zu Uterusfehlbildungen. Es kann auch der Zervixschleim bzw. das Vaginalsekret verändert sein. Es können auch genetische Defekte eine ganz wesentliche Rolle spielen, wie zum Beispiel beim Turner-Syndrom. Dann gibt es vielerlei iatrogene Ursachen, wie zum Beispiel Strahlen- oder Chemotherapieformen. Und hier für diesen Vortrag von ganz wesentlicher Bedeutung sind auch infektiologische Ursachen, die eben eine sekundäre Unfruchtbarkeit auslösen können. Allen voran eben sexuell übertragbare Erkrankungen, wie zum Beispiel eine HPV-Infektion, Gonorrhoe, Chlamydien etc. Sonstige Risikofaktoren, die ich hier kurz ganz gerne nennen würde, wären Alkoholmissbrauch, Rauchen, deutliches Übergewicht, Unterernährung, zum einen psychiatrische Genese, zum anderen aber auch internistische Erkrankungen, die mit einer Malabsorption einhergehen, wie zum Beispiel eine Zöliakie. Dann internistische Erkrankungen per se, wie zum Beispiel die Hypothyreose bzw. Diabetes mellitus Typ 2, wo es zu ganz klaren und hochkomplexen endokrinologischen Dysregulationsmechanismen kommen kann, auf die ich jetzt nicht näher eingehe, aber die sehr wesentlich sein können und doch ein hohes Risikopotenzial bergen. Dann bei gewissen Arzneimitteln, Medikamenten kann ein gewisses Risiko für eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für Unfruchtbarkeit entstehen. Beispielhaft habe ich hier Antiepileptika bzw. Mood Stabilizer angeführt, die zu einer Erhöhung des Serum SHBGs führen, die wiederum eine Reduktion der enzymatischen Aktivität von Östrogen bewirken. Das Mikrobiom kann gestört sein und ganz besonders wichtig, chronischer Stress ist ein ganz wesentlicher Risikofaktor, auf den ich gleich noch ein bisschen genauer eingehen werde und viele andere mehr. Was die Therapieoptionen anbelangt, ich bin keine Gynäkologin und werde hier auch nicht zu viel sagen, aber wichtig ist zu beachten, dass es hier immer um die zugrunde liegende Erkrankung bzw. Störung und Ursache gehen muss. Was man machen kann, ist natürlich eine medikamentöse Ovulationsindikation, wenn die Voraussetzungen stimmen, dann eine In-vitro-Fertilisation bzw. eine intrazytoplasmatische Spermieninjektion. Nun nochmal kurz zum Thema Stress. Es ist ja eine ganz einfache Darstellung, aber es ist wichtig zu berücksichtigen, dass gewisse Stoffwechsel- und Verhaltensregulationssysteme ganz eng mit der Fruchtbarkeit auch verwoben sind. Und hier habe ich jetzt zwei Achsen herausgeholt, nämlich einmal die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse, eben links im Bild dargestellt, und dann auf der anderen Seite die Hypothalamus-Hypophysen-Gonadenachse rechts dargestellt. Stress, sowohl akut als auch chronisch, ist neurobiologisch gesehen ein Faktor, der die HPA-Achse auf jeden Fall triggert, die HPG-Achse wiederum hemmt auf multiplen Ebenen, also
auf Ebene der Hypophyse, des Hypothalamus und so weiter. Das ist evolutionsbiologisch gut nachvollziehbar. Die Frau in der Steinzeit wird bei Hungerperioden, bei schlechten Voraussetzungen eher nicht in der Lage gewesen sein, ein Kind auszutragen. Somit war Stress hier auch ein protektiver Faktor in gewissem Maße. Und diese neurobiologische Voraussetzung tragen wir bis heute in uns. Die neurobiologischen Zusammenhänge der Infertilität und von psychiatrischen Symptomen sind ein unglaublich spannendes Forschungsfeld, mit dem ich mich auch persönlich gerne und viel beschäftige. Allerdings würde es hier wohl den Rahmen sprengen, wenn ich viel mehr dazu sagen würde. Daher gehe ich gleich über zu den psychiatrischen Komorbiditäten. Ganz eindeutig wissen wir, dass das weibliche Geschlecht a priori schon ein höheres Risiko darstellt für depressive Erkrankungen bzw. für Angststörungen. Wenn jetzt eine Unfruchtbarkeit hinzukommt, gilt diese eben als zusätzlicher Risikofaktor. Ganz häufig mit Unfruchtbarkeit assoziiert sind eben Depressionen und Angststörungen. Es kommt aber auch häufig zu Anpassungsstörungen, Substanzmissbrauch, Essstörungen und hier zwar nicht angeführt, aber in der Literatur fallweise beschrieben werden auch manische, also bipolare affektive Störungen beziehungsweise auch die Autismus-Spektrum-Störung. Ich möchte kurz einen kurzen Einblick in modernisierte Kulturen gewähren, bevor ich dann zu den traditionellen Gesellschaften übergehe. Es ist ganz klar gezeigt worden, dass die Unfruchtbarkeit eng vergesellschaftet ist mit psychiatrischen Erkrankungen. Da gibt es vielerlei Studien aus modernen westlichen Gesellschaften, aus Dänemark, Finnland, Taiwan, zwar nicht westlich, aber auch hochentwickelt und Schweden zum Beispiel hier angeführt, wobei sehr eindeutig gezeigt werden konnte, dass das Risiko für Dysthymie, für die generalisierte Angststörung, für Major Depression sowie auch für Suizidalität deutlich erhöht ist. Hier in Schweden die Untersuchung mittels einer Kohortenstudie, die eben über 24.000 BCO-Patientinnen eingeschlossen hat, hat gezeigt, dass das Risiko für mindestens einen Suizidversuch bei diesen Patientinnen im Vergleich zur Normalbevölkerung um satte 40% erhöht ist, was doch beachtlich ist. Ich würde hier gern den Begriff reziproke Kausalität einführen, weil es nämlich nicht nur so ist, dass die Unfruchtbarkeit eine reaktive Depression oder reaktive Angststörung auslösen kann, sondern wohl auch die psychiatrische Erkrankung per se ein höheres Risiko für Unfruchtbarkeit darstellt. Das hat man auch ganz gut untersucht, beispielsweise in den USA in einer Studie mit über 300 Patientinnen, die perimenopausal waren und eben retrospektiv untersucht wurde, wie viele Kinder diese Frauen haben im Vergleich zu einer Kontrollgruppe ohne MDD, und es war ganz klar zu sehen, dass weniger Kinder geboren worden sind in der MDD-Gruppe und auch ein höherer Prozentsatz an Frauen gar keine Kinder bekommen hat. Also nicht nur die absolute Zahl an Kindern, sondern auch die Zahl der Frauen, die eben kinderlos geblieben sind, war signifikant höher. Und es ist auch zu einer früheren Menopause gekommen als in der psychiatrisch gesunden Kontrollgruppe. Allgemeine Aspekte zu diesen Studien wären auf jeden Fall, dass die Studienqualität häufig sehr niedrig ist. Es fehlt an standardisierten diagnostischen Interviews und an Testverfahren. Sehr, sehr häufig wird mit Selbstbeurteilungsskalen wie zum Beispiel dem PHQ-9 gearbeitet. Und das macht die Unterscheidung von subklinischen Symptomen und klinischen Symptomen eher schwer und eher weniger gut objektivierbar. Und das muss in diesem Kontext auf jeden Fall mit berücksichtigt werden. Nun würde ich gern übergehen zu den traditionellen Kulturen. Die Unfruchtbarkeit in traditionellen Kulturen hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und die Bedeutung der Unfruchtbarkeit ist durch Migrationsbewegungen selbstverständlich auch für uns und für uns als Mediziner sehr, sehr wichtig. Ich werde jetzt einen
Blick werfen auf Afrika, südlich der Sahara. Hier ist es so, dass sogar die Definition, was eigentlich Unfruchtbarkeit ist, kulturell geprägt ist und variabel ist. So gibt es Daten aus Interviews, die besagen, dass in gewissen Subkulturen bereits Frauen, die nicht die gewünschte Anzahl an Kindern gebären können, also zum Beispiel gewünscht sind 5, 6 Kinder, die Frau bekommt aber nur eines oder zwei, bereits diese Frau als unfruchtbar gilt. Oder wenn die Frau keine männlichen Nachkommen gebären kann, auch dann gilt sie in gewissen Subkulturen als unfruchtbar. Und da ist es wirklich wichtig zu wissen, dass es diese Definitionsunterschiede gibt, weil natürlich die auch noch einmal das Outcome in Studien ganz stark beeinflussen können, insbesondere wenn die Definitionen schwammig sind und die Frauen Self-Ratings machen. Was auch wichtig ist, es gibt oft ein mangelndes Vertrauen in die klassische Medizin, beziehungsweise ist natürlich auch die Verfügbarkeit nicht ubiquitär gegeben, sodass es sehr häufig zu Behandlungen durch traditionelle Heiler kommt mit konsekutiven Störungsbildern beziehungsweise Infektionen und dergleichen, die eben eine sekundäre Unfruchtbarkeit klar begünstigen können. Es kommt sehr häufig zu einer Dysharmonie in der ehelichen Beziehung. Wie Thomas eingangs schon erwähnt hat, ist es so, dass die Frau in den meisten Fällen in diesen patriarchalisch und pronatalistisch geprägten Kulturen verantwortlich gemacht wird und der Mann dadurch auch eher geneigt ist, nicht nur dadurch, sondern auch, weil es kulturell akzeptabel ist, eine Polygynie einzugehen, um auf jeden Fall Kinder zu zeugen. Da ist es dann so, dass die Männer häufig 4, 5, 6 Frauen haben und nicht auf die Idee kommen, dass es möglicherweise mit ihrer Infertilität zu tun haben könnte. Das liegt aber auch daran, dass das Konzept der männlichen Infertilität in vielen Kulturen, die so patriarchalisch geprägt sind, einfach gar nicht existent sind und oftmals die Annahme vorherrscht, dass dieser Mann dann dazu verflucht ist, eben unfruchtbare Frauen zu heiraten. Also es ist nicht so, dass das Problem beim Mann gesehen wird. Dazu kommt, dass offizielle Adoptionen eher unbeliebt bzw. schambehaftet sind in gewissen Kulturen. Es gibt auch Case Reports mit Babyhandel, wobei es eben mehrfach berichtet wurde, dass das gestohlene Baby dann als das eigene Baby ausgegeben wird, um einfach in der Gesellschaft den Eindruck zu vermitteln, ich bin in der Lage, ein Kind zu bekommen, seht ihr, ich habe ein Kind. Also es gibt auch solche Entwicklungen. Ganz klar ist die kulturell hohe Präferenz für eine hohe Fertilität. Das hat unterschiedliche Gründe. Dazu kommt auf jeden Fall, dass Kinder eine gewisse Einkommenssicherung darstellen, dass die Altersvorsorge eine wichtige Rolle spielt, weil natürlich arbeitende Kinder für die Eltern dann sorgen können. Außerdem ist die Weitergabe von familiären Gütern, also die Erbschaft, dadurch gesichert und der hohe Stellenwert einer Großfamilie. Deswegen ist es so, dass in den Kulturen eine hohe Fertilität als wichtig gilt. Wie gesagt, männliche Infertilität ist in gewissen Kulturkreisen nichts, was anerkannt wird. Und häufig ist es auch so, dass Infertilität mit Impotenz gleichgesetzt wird, weshalb dieses Thema unter den Männern, die in sehr patriarchalen Kulturen leben, auch sehr schambehaftet sein kann und ist. Und ich würde jetzt gerne ein kurzes Video zeigen. Es dauert nur 2 Minuten. Ich hoffe, es sprengt nicht den Rahmen und ich hoffe auch, dass es funktioniert. Aber ich probiere es jetzt mal. Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Verzeihung, kurze Werbung. Falls der Ton nicht geht, ist es nicht wichtig. Es gibt nämlich auch eine Untertitelung. Ich springe nur zu der Stelle, die ich zeigen möchte. Wir sehen es leider nicht. Ja. Wir müssen, glaube ich, für das Video noch einmal das Ding, den Bildschirm freigeben. Genau, ja, danke für den Hinweis. Moment. So. Geht es jetzt? Ja, danke, wir sehen es. Dankeschön. Ton hören wir nicht, wir können es nur lesen. Das reicht vollkommen, der Ton ist für mich auch nicht verständlich.
So, das war ein kleiner Einblick, wie das ungefähr ist. Und ich finde, es ist sehr eindrucksvoll. Das ist ein Video, das im Niger gedreht wurde in Afrika. Genau, jetzt komme ich kurz zurück zu der Präsentation. So. Ist sie gut zu sehen wieder? Nein, wir sehen noch immer das Video. Okay, danke. So, jetzt ja. Müssen wir es noch einmal hochladen. Genau, ja, danke schön, Entschuldigung. Kein Problem. So, jetzt? Ja, danke, ist wieder alles da. Perfekt, vielen Dank. So, Entschuldigung für die kurze Unterbrechung, wir machen schon weiter. Genau. Was wir beachten müssen in Afrika südlich der Sahara. Im Gegensatz zu modernisierten Gesellschaften kommt es in diesen Regionen sehr häufig zu einer sekundären Unfruchtbarkeit, eben die begründet sind durch vermeidbare Ursachen, wie zum Beispiel Infektionserkrankungen. Die Hauptursachen sind eben sexuell übertragbare Erkrankungen bis zu 80%. Der Fälle von Unfruchtbarkeit sind zurückzuführen auf sexuell übertragbare Erkrankungen. Also die Zahl ist doch sehr, sehr hoch, gerade im Vergleich zum europäischen Schnitt. Des Weiteren kommt es häufig zu Wochenbettfieber, zum septischen Abort. Und was auch eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielt, sind traditionelle Bräuche wie beispielsweise die Genitalverstümmelung von Mädchen, auf die ich in kurzer Zeit nochmals zu sprechen kommen werde. Außerdem Kinderheirat, frühe Sexualkontakte, dann Prostitution und illegale Abtreibungen, die in diesem Zusammenhang auch häufig vorgenommen werden, auch unter unhygienischen Bedingungen, wobei es zu Infektionen und anatomischen Folgeschäden kommt bei diesen Damen, die dann später vielleicht auch ein Kind haben möchten. Genau, und die Rolle der Frau als schwächeres Geschlecht. Es ist sehr, sehr häufig so, dass Frauen als minderwertig angesehen werden, es häufig zu Vergewaltigungen kommt, die Frauen häufig dazu genötigt werden, ungeschützten Verkehr zu haben und es dadurch auch wiederum häufiger zu sexuell übertragbaren Erkrankungen kommt. Sonstige Aspekte sind, dass die Fertilitätsbehandlung oftmals nicht verfügbar ist in diesen Regionen und auch sehr teuer sind. Und was aus meiner persönlichen Sicht auch, aber auch sicherlich aus einer professionellen Sicht heraus wichtig ist, ist, dass man hier nicht die Fertilitätsbehandlung als vorrangigen Faktor betrachten sollte, sondern sehr wohl die Aufklärung und die vorbeugenden Konzepte, die sehr wohl gefördert werden sollten, insbesondere weil sekundäre Unfruchtbarkeit so eine tragende Rolle spielt in diesen Regionen. Im Vergleich zu westlichen hochentwickelten Kulturen spielt die Endometriose bzw. die Anovulation eine eher untergeordnete Rolle. Genau, eine sehr spannende Studie, zwar ein bisschen älter, aus 1986, aber mit sehr guten Findings, hat untersucht die Ursachen bzw. die Umstände der Unfruchtbarkeit von 5.800 Paaren, die seit mindestens einem Jahr versucht haben, Kinder zu bekommen. Hier konnte aus Afrika, obwohl in dieser Studie 25 Länder weltweit involviert waren, mitunter Länder der Entwicklung, aber auch industrialisierte Länder, sind aus Afrika ganz spezielle Ergebnisse aufgekommen. Zum Beispiel war es so, dass der Altersunterschied zwischen Ehefrau und Ehemann deutlich höher war als in anderen Ländern. Afrika war die einzige Region, in der die Mehrheit der Paare, also 52%, eine sekundäre Unfruchtbarkeit aufwies.
9% der afrikanischen Frauen berichteten über eine Vorgeschichte mit einer Geschlechtskrankheit, verglichen mit nur 3% in den untersuchten Industrieländern. Und Schwangerschaftskomplikationen, die größtenteils auf STDs zurückzuführen waren, wurden von 8% der afrikanischen Frauen berichtet, die eben unfruchtbar waren, im Vergleich dazu 2% in den Industrieländern. Und bei über 85% der afrikanischen Studienpatientinnen waren Infektionen vergesellschaftet mit einem beidseitigen Eileiterverschluss und Verwachsungen im Beckenbereich. Ja, zum Thema weibliche Genitalverstümmelung. Ist nicht unmittelbar Thema meines Vortrags, liegt mir aber persönlich am Herzen, weil es einfach ein sehr unterrepräsentiertes Thema ist und sehr wohl auch für unsere Breitengrade Relevanz hat, weil es einfach häufig dazu kommt, dass junge Mädchen, junge Teenager-Mädchen und aber auch kleinere Mädchen in die Herkunftsländer zurückgebracht werden, dort eine Genitalverstümmelung vorgenommen wird, teilweise in den Sommerferien, die Kinder kommen zurück und die Dunkelziffer ist unglaublich hoch. Es gibt keine gute Datenlage, um die diese Zahlen ganz klar zeigt, was auch nachvollziehbar ist, weil natürlich diese Dinge so gut es geht, unter den Tisch gekehrt werden. Ganz kurz zur Wiederholung. Ich weiß, dass wir das Publikum weiß, worum es geht. Dennoch, es kommt bei der weiblichen Genitalverstümmelung zu einem teilweise bzw. vollständigen Amputieren bzw. einer Beschädigung der äußeren weiblichen Geschlechtsorgane ab dem Säuglingsalter bis zur Pubertät, ohne medizinische Begründung, unter unhygienischen Bedingungen, ohne Betäubung von medizinisch nicht geschultem Personal mit Klingen, alten Messern und Scherben, unter starken Schmerzen der Mädchen. Und die WHO berichtet von einer 25-prozentigen Sterberate unter den betroffenen Mädchen. Und ich glaube, diese Zahl muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Um es ein bisschen auch geografisch darzustellen, sehen wir hier die Prävalenz von weiblicher Genitalverstümmelung dargestellt. Hier sehen wir, dass Länder wie Ägypten, Somalia und Guinea eine besonders hohe Prävalenz zeigen, also bis zu 100%. Betroffen sind auch andere Länder, wie man sieht, eben Sudan, Äthiopien, Mali auch sehr hoch. Und in diesem Zusammenhang ist es einfach wichtig zu wissen, mit welchen Patientinnen und mit welchem Migrationshintergrund wir es zu tun haben und einfach Dinge auch zu berücksichtigen, die damit im Zusammenhang stehen könnten. Genau. Jetzt würde ich gern nochmal zu einigen Studienbeispielen kommen, die eben gewisse psychosoziale Belastungsfaktoren im Zusammenhang mit Unfruchtbarkeit untersucht haben. Nicht nur psychosoziale Belastungsfaktoren, sondern wohl auch psychiatrische Komorbiditäten. Und als erstes würde ich eine Studie aus Nigeria präsentieren. Da ist untersucht worden anhand einer Self-Rating-Skala, also der Patient Health Questionnaire 9, PHQ-9 wurde hier verwendet, um eben die Symptomschwere der Depression bzw. die Einschränkungsschwere in Alltagsfunktionen zu untersuchen. Hier konnte gezeigt werden, dass 52,7% der Patientinnen, die den PHQ-9-Bogen ausgefüllt haben, eine Prävalenz für depressive Symptome gezeigt haben und dass die Depression signifikant vergesellschaftet war, auch mit Einschränkungen in Alltagsfunktionen im psychosozialen Kontext. Eine Studie aus dem Iran hat untersucht, wir springen ein bisschen geografisch, ob eben psychosoziale, psychoemotionale Probleme häufiger vorkommen in unfruchtbaren Patientinnen. Und auch hier konnte ganz eindeutig gezeigt werden, dass eben in patriarchalischen Subkulturen, der Iran ist ja auch sehr unterschiedlich und gerade rurale Gebiete, ländliche Gebiete sind hiervon betroffen. Frauen
also die weibliche Unfruchtbarkeit als besonders problematisch ansehen, wobei hier sehr, sehr stark der medizinische Diskurs im Fokus steht, also die biomechanischen Ursachen von Infertilität, nicht aber die psychosoziale Belastung der Frauen. Und hier ist ganz klar auch gezeigt worden, dass Angststörungen, depressive Symptome wie zum Beispiel Einsamkeit, Hoffnungslosigkeit, Hilflosigkeit, starke Tagesmüdigkeit und dergleichen eben signifikant erhöht waren. Auch eine Studie aus dem Iran hat untersucht, die Häufigkeit von häuslicher Gewalt in Frauen, die unter einer Unfruchtbarkeit litten. Untersucht worden sind in dieser Querschnittsstudie eben 400 unfruchtbare Frauen. Und es konnte gezeigt werden, dass 34,7% dieser Personen bereits häusliche Gewalt erfahren haben und dass die häusliche Gewalt mitunter physische, emotionale und sexuelle Gewalt beinhaltete und umfasste. Und auch, dass diese häusliche Gewalt signifikant assoziiert war mit beispielsweise arrangierten Ehen, mit der Anzahl an also nicht erfolgreichen In-vitro-Versuchen und aber auch mit somatischen und psychischen Erkrankungen bzw. Suchterkrankungen des Ehemannes. Was hier noch exemplarisch ganz interessant war für mich zu sehen, da die demografischen Daten der Patientinnen, man hat hier auch gesehen zum Beispiel, dass 335 Frauen von diesen 400 Frauen als Hausfrauen tätig waren, was natürlich noch einmal ein deutlicher Risikofaktor ist für das Ausgeliefertsein in der Ehe und für die höhere Toleranz von häuslicher Gewalt, weil die Frauen eben nicht selbstwirksam sein können in einem wirtschaftlichen Kontext. Dann ein Sprung nach Pakistan, Punjab, Indien. Diese Regionen sind auch sehr pronatalistisch und patriarchalisch geprägt. In dieser Studie ist untersucht worden, die Geschlechterrollen und die Zusammenhänge mit persönlichen Erfahrungen und Wahrnehmungen bei unfruchtbaren Paaren, wobei eben Frauen wie Männer befragt worden sind. Ganz kurz übersichtlich dargestellt worden ist in dieser Studie, dass für Frauen die Mutterschaft oft die einzige Quelle ist, um eben gesellschaftliches Ansehen zu erzielen bzw. sich auch in der Ehe abzusichern. Außerdem sind sie sehr oft von Stigmatisierung, Ausschluss und Spott betroffen. Sie haben einen emotionalen Stress, einen physischen Stress und auch psychosoziale Belastung, wohingegen Männer sich von der Unfruchtbarkeit deutlich weniger betroffen zeigen und die Unfruchtbarkeit auch nicht als Teil ihrer Lebensrealität so stark wahrnehmen wie Frauen, weil sie die Schuld auch nicht bei sich nehmen sehen. In Pakistan wurde auch noch eine Studie durchgeführt, als Beispiel hier mit 200 Frauen, die auch mit standardisierten Interviews untersucht worden sind. Auch in dieser Studie konnte ganz klar gezeigt werden, dass signifikant höhere Häufigkeiten von Depressionen, von Angststörungen und von psychologischem Stress nachgewiesen werden konnten. Und auch, dass eben diese Symptome, also Stress und Angst und depressive Symptome auch positiv korrelieren mit der Dauer der Unfruchtbarkeit in Jahren. Also das sieht man jetzt hier in dieser gelb unterlegten Tabelle sehr gut. Genau, und dann kommen wir auch schon nach Österreich, weil ich eingangs erwähnt habe, dass diese Fakten und diese Datenlage nicht nur in weiter Entfernung relevant ist, sondern wohl auch bei uns. Es gab eine Studie bei uns in der Klinik, allerdings an der Klinik für Gynäkologie, die untersucht hat, die psychosozialen Auswirkungen von Symptomen einer polyzystischen eines polyzystischen Ovar-Syndroms unter österreichischen Frauen und Frauen mit einem muslimischen Migrationshintergrund. Hier konnte ganz klar gezeigt werden, dass die objektivierbaren physischen Symptome in ihrer Ausprägung
nicht signifikant zu unterscheiden waren zwischen beiden Gruppen, wohl aber die psychosoziale Belastung, die mit diesen Symptomen einhergeht. Allen voran, und das sehen wir hier in dieser gelben, im gelben Diagramm, die Belastung, die durch die Infertilität verursacht wurde. Ja, so komme ich auch schon zu meinen Take-Home-Messages. Eben die reziproke Kausalität, die wir erwähnt haben. Unfruchtbarkeit ist hochgradig vergesellschaftet mit psychiatrischen Erkrankungen oder zumindest mit psychosozialer Belastung. Es gibt multifaktorielle Unterschiede zwischen modernisierten Kulturen und traditionellen Kulturen. In traditionellen Kulturen sollte der Fokus auf die Prävention liegen, weil eben in diesen Kulturkreisen ganz, ganz häufig eine sekundäre Unfruchtbarkeit die zugrunde liegende Ursache ist und nicht eine primäre Unfruchtbarkeit. Und als rhetorische Frage würde ich zum Schluss gerne mitgeben, wo hört Kultur auf und wo beginnen Menschen- und Frauenrechte? Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.